Habe die Ehre. Du hilfst aus Leidenschaft gerne Menschen, sei es als Mensch, als dich, als Coach, als Vater, Bruder, Ehepartner, wie auch immer, als Freund. Aber du kennst es, dass es dich frustriert, wenn derjenige oder dein Gegenüber nicht auf auf die angebotene Hilfe eingeht oder nicht weiß, wie er damit umgehen soll, was er damit machen kann, dann liegt es vielleicht daran, dass dass du mit deinem Können, mit deinem Wissen, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, ja, den Menschen nicht wirklich tangierst oder berührst. Und dann mag es vielleicht daran liegen, dass das Angebotene, wie du es rüberbringst, was du vermittelst, das Ausgesprochene, die Wortwahl nicht ganz richtig ist. Das Ganze ist eigentlich ganz normal und es kommt vor. Es ist jeder, besonders wenn du am Anfang stehst, wie es so schön heißt, aller Anfang ist schwer. Das kenne ich auch nur allzu gut. Aber da muss jeder durch und darf jeder durchgehen, diese Erfahrung machen. Vielleicht hast du dich auch schon coachen lassen, vielleicht hast du auch schon professionelle Hilfe bekommen, aber die bringt leider nichts, weil vielleicht die Informationen, die du bekommen hast, zu kompliziert waren, die nicht wirklich greifbar waren, die nicht umsetzen konntest und letztendlich hat es zu keinem Resultat geführt und du bist zu keinem, ja, greifbaren Ergebnis gekommen, sei es jetzt, weil du Kunden hast oder weil dein Geschäft noch nicht angelaufen ist, weil einfach dein Gegenüber noch nicht so wirklich weiß, was er mit dir anfangen soll. Dann ist es wirklich an der Zeit, sich mal die Fragen zu stellen. Und du hast es ja bestimmt schon gehört, es geht um die Positionierung, es geht um deinen Strategiesatz, um deinen, wie auch immer du es dazu sagen willst. Es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür, aber heute geht es darum, wie kreierst du dein Angebot? Ich bin ein Fan von Fragen, also geht es heute mal wieder um Fragen. Erste Frage, die du dir stellen solltest, damit du wirklich das Angebot richtig aufstellst, richtig definierst, ist, wem hilfst du eigentlich und warum hilfst du? Kurzes Beispiel dazu. Sagen wir, du bist jemand, der abgenommen hat, der zu korpulent war, der schwergewichtig war und hast 20 Kilo verloren. Also liegt es nahe und vielleicht liegt es dir am Herzen auch, dass du Menschen hilfst, die übergewichtig sind, die 20 Kilo zu viel haben. Also sagst du dir, ich helfe Leuten, die übergewichtig sind. Und da darfst du genau so detailliert sein, wie es nur gerade geht. Also das heißt, du darfst dir sagen, wem hilfst du? Ich helfe zum Beispiel über 40-Jährigen oder 40-Jährigen, die 120 Kilo wiegen, und die im deutschsprachigen Raum leben und so weiter und so fort. Also du verstehst das Ganze. Also es geht da wirklich darum, zu sagen, wem hilfst du? Wer ist dein Kunde, oder wer ist der Mensch, mit dem du zusammenarbeiten willst? Und warum hilfst du dem Ganzen? Einen Grund habe ich schon genannt, wenn du sagst, okay, ich habe schon diese Erfahrung gemacht, ich bin schon da Experte, unter Anführungsstrichen, ich weiß, wie man Gewicht verliert, dann ist es ein Grund, warum du dem anderen hilfst. Oder du sagst, ich helfe dem, oder du schiebst dann, sagen wir mal, den Fokus auf die andere Person und sagst, ich helfe den Menschen, weil sie mir einfach nahe, im Herzen nahe liegen und ich habe es noch nicht, vielleicht noch gar nicht persönlich die Erfahrung gemacht, aber ich weiß, wie es geht und will ihnen deswegen nahestehen und ihm helfen und ihn unter die Arme greifen, um ihn aus diesem, ja, zu einem bestimmten Ziel zu führen. Dann ist die zweite Frage, welches Problem löst du? Was ist das Thema? Und welchen Schmerz und welches Verlangen berücksichtigst du oder welches beschäftigt dich? Um welches willst du dich kümmern? Das heißt also zum Beispiel, jetzt wieder zum Thema, wenn wir beim Thema Abnehmen bleiben, der Schmerz ist, derjenige hat 20 Kilo zu viel und er merkt schon, wie es ihm wehtut, wenn bestimmte
Sachen die nicht mehr passen, Kleidung nicht mehr passen. Oder er spürt schon, dass seine Knie oder irgendwelche Gelenke davon in Mitleidenschaft gezogen sind durch dieses Übergewicht. Wichtig ist zu berücksichtigen, dass der Schmerz immer viel gewichtiger ist. Der Schmerz ist wichtiger für die Person, aus dem Schmerz zu kommen, als ein Verlangen zu erreichen, also ein Traum, ein Wunsch zu erreichen. Also Wunsch zum Beispiel beim Abnehmen wäre, ich möchte einfach weniger wiegen, weil ich dadurch in mein Hochzeitskleid, in meinen Hochzeitsanzug wieder reinpasse. Oder ich möchte weniger wiegen, weil ich dadurch mich wohler fühle, wenn ich vor dem Spiegel stehe. Oder ich möchte meine Muskeln wieder zeigen oder wie auch immer. Also ich denke, du hast verstanden, um was es geht. Also geht es darum, entweder aus dem Schmerz zu kommen oder in das Verlangen zu kommen, um zufriedener zu sein, glücklicher zu sein oder einfach um diesen Schmerz, diesen körperlichen, mentalen Schmerz, den man spürt, aus dem wegzukommen. Von ganz großer Entscheidung ist auch, dass du auf ein wichtiges und ein notwendiges, dringendes Bedürfnis eingehst. Also das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, und da gehe ich vielleicht auf mich kurz zurück, ich hatte meine Positionierung, mein Fokus war darauf gelegen, dass ich, weil ich auch selber die Erfahrung gemacht habe, dass ich Menschen helfe, die in einer interkulturellen Beziehung sind. Jetzt ist die Frage, wie wichtig ist, dass die Menschen in ihrer interkulturellen Beziehung sich wohlfühlen? Ist definitiv wichtig, aber ist es dringend, dass sie sich besser fühlen oder dass sie bestimmte Probleme berücksichtigen oder lösen? Andererseits, wenn ich aber sage, wieder zum übergewichtigen Aspekt um darüber zu gehen, ist, wenn ich sage, okay, ich möchte 20 Kilo abnehmen. Und fühle mich dadurch viel wohler und habe dann weniger Schmerzen und so weiter, ist für mich definitiv wichtig und zweitens auch dringend, weil es ja auch sich auf die Gesundheit, nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die mentale ausübt, weil derjenige eben darunter leidet, dass er übergewichtig ist, dass er dass er vielleicht zu viel Fett hat, dass sein Blutdruck auch entsprechend schon gestiegen ist oder hoch ist und der sich einfach nicht wohl fühlt in seinem Körper jeden Tag. Das waren die ersten zwei Punkte. Und die dritte und letzte Frage ist, wie hilfst du? Das alles Entscheidende ist hier, sich darauf zu konzentrieren, ist, wie leiste ich Mehrwert? Mehrwert leistest du dadurch, dass du das Gelernte, das Erfahrene, aufgrund von deiner Ausbildung, Fortbildung, einfach aufgrund von Selbstgelernten oder dem Erfahrenen, wie gesagt, weitergibst. Oder dass du auch zum Beispiel das weitergibst, was dir selbst geholfen hat oder was dir, da sind wir wieder bei dem Erfahrenen, aber was hat dir speziell geholfen? Beim Übergewichtigen, welche Diät, welche sportliche Aktivität, was hat dir geholfen, um speziell wirklich auf ein bestimmtes Thema zu antworten, auf ein Bedürfnis zu antworten. Was hat den Mehrwert ausgemacht? Und wie kannst du den Mehrwert an die Menschen bringen? Und zu guter Letzt, nach diesen drei Fragen, also wem hilfst du, welches Problem löst du oder um welches Thema geht es konkret und wie hilfst du, ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn du dein Angebot dann anschaust und sagst, okay, jetzt checke ich nochmal für mich selber, gehe nochmal eine Checkliste durch, einen Filter, ich nenne es Filter. Ist dieses Angebot, das ich mache, meinem potenziellen Kunden, meinen Mitmenschen, bin ich da selber dran interessiert an diesem Thema? Ist es stimmig für mich? Und ganz wichtig, ist ein Markt vorhanden? Das heißt, gibt es schon andere, die zum gleichen Thema helfen? Das heißt, Kunden gibt es auf jeden Fall, die Nachfrage ist schon mal da. Und hab keine Angst, also ich kenne das selber, wenn du sagst, ich muss irgendwas finden, wo es noch keine Leute gibt, die sich um das ähnliche Thema kümmern oder die es ansprechen. Das ist eine falsche Glaubenssatz, das ist eine falsche Herangehensweise, weil du einfach
dadurch dich in das Risiko eingehst, dass du nicht weißt, genau, wenn du keine Marktforschung gemacht hast, ob es überhaupt einen Markt gibt, ob die Nachfrage da ist. Und wenn du schon weißt, dass da ein Angebot ist, dass auch Nachfrage da ist, dann kannst du davon ausgehen, dass aufgrund von deiner Person, aufgrund deiner Ehrlichkeit, deiner Herangehensweise, da sicherlich auch sich Leute finden, die sich zu deiner Person hingezogen fühlen. Deswegen ist es wichtig, dass es eben stimmig mit dir ist, dass du Selbstinteresse hast. Dann entwickelst du auch, ja, oder du entwickelst eine gewisse Leidenschaft dafür, Menschen zu helfen dadurch. Es kommt von Herzen, von dir aus. Und du hast definitiv den Wettbewerbsvorteil dadurch, dass du sagst, okay, ich gehe so an die Leute ran, wie ich bin. Das heißt, ich zeige eine gewisse Authentizität und ich gebe Preis die Einzigartigkeit, die mich ausmacht, meine Methode, meine Mittel, wie ich die Menschen aus ihrem Problem rausführe oder zu ihrem Verlangen, zu ihrem Wunsch hinführe. So, das war's zum Thema Angebot. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwelche Anregungen hast, Kommentare, Fragen, dann schreib's mir gerne in die Kommentare hier unter in dem Video. Und wenn du wissen willst, wie du selbst als Coach, wenn du Coach bist und interessiert bist, wie du auf 10.000 Euro oder ein fünfstelliges Einkommen pro Monat erzielen willst, dann habe ich dann ein 3-Punkte-Programm entwickelt, das dir helfen wird, dahin zu kommen. Dafür brauchst du einfach nur ein Gespräch mit mir vereinbaren. Hier unter dem Video ist ein Link zu Calendly. Da kannst du ein Gespräch kostenlos und unverbindlich bei mir buchen. Und ja, das war's für mich heute. Danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich helfe erfolglosen Menschen wieder den Mut zu gewinnen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen, selbstbestimmt zu leben und eine finanzielle Unabhängigkeit zu kreieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, wenn man andere Ergebnisse haben will, dann darf man auch andere Methoden oder andere Taten an den Tag legen, denn sonst passiert nichts. Wissen alleine reicht leider nicht. Danke fürs Zuschauen nochmal und alles Gute beim Umsetzen. Ich freue mich auf eine Rückmeldung. Ciao.